Gut, dass ich die Punkte da drauf. Oder muss ich das neu würfeln? Warum? Ja, weiß ich nicht, also. Jedes Mal neu fliegen. Jede Runde neu fliegen oder halt orientieren. So, für euch ist das orientieren. Naja, okay, für euch stimmt. Ist das dann wieder eine neue Orientierungsprobe. Ja, gut, dann mache ich die noch gerade. Sorry, hatte ich jetzt total verpennt. Dann hast du nicht getroffen. Doch, kriegt, ne, sie kriegt zwei Punkte Erleichterung, weil wir in Überzahl sind. Weil ihr in Überzahl seid gegen Dämonen? Ja. Ach, Dämonen haben Überzahl, denke ich. Ich würde keine Überzahl in den Mund zu lassen. Was du willst und nicht willst, ist aber egal, solange du keine Regelstelle hast. Ja, wir haben keine Regelstelle. Ich lasse es erstmal zu, dann mit Überzahlregeln kriegst du ihn dann doch. Na, wobei. Ne, du kriegst nur einen Überzahl, weil Jana nicht im Kampf ist. Ach, verdammt. Nicht getroffen. Du hast keine Initiative, du bist nicht im Kampf. So, Jana, was willst du denn tun? Aufstehen, hast du schon gesagt. Ihr halt gerade schon vorgezogen. Schützen. Sie schießen mal in deine Richtung. Mit einer 11-Punkte-Erschwernis von deiner Sich-Verstecken-Probe war das, ne? Ja. Also sich verstecken natürlich 11 Punkte. Plus die Entfernung. Ich würfel einfach mal zweimal Kurzbogen. 1, 2. Das dürfte einmal getroffen sein. 9. Dann will immer ganz gerne den Kopf anziehen. Also sprich ein gezieltes Ausweichen machen, was erschwert um 8 ist, wegen... So. Gerade so. Du spürst einen Luftzug an deinem Ohr. Vielleicht sind auch noch ein paar Haare abgestriffen, die jetzt gerade langsam runterfallen. Dafür hast du aber gar keine Zeit mehr. Gib mir mal eine weitere Orientierungsprobe, um die Hexen einzuschätzen. Denn die fliegen jetzt unter dir lang. Oma schaut, guckt... und ist sie natürlich sicher, dass die Schützen sich auch sicher sind, was er den Kopf eingezogen hat, ist Ömer. Und ja, denkt sie einfach so, na, das wird jetzt unschön. Und hofft, dass er das richtig einschätzen kann, wann er abspringen muss, um auf dem Ding zu landen. Gut, dann können wir dich schon mal aus den Kampfrunden rausnehmen. Gib mir nochmal eine weitere Athletikprobe. Plus erstmal eine Fliegen und dann eine Athletikprobe. Dann kannst du auf den Zaun springen. Stürzt hoffentlich. Kann ich die Fliegenpunkte benutzen, um die Athletikprobe zu erleichtern? Ja, 5 Punkte. Das ist die Basisschwelle? Okay, ja, dann ich würde ganz gerne Körperbeherrschung machen, ableiten, das ist plus 5 auf Körperbeherrschung. Und plus minus 5 von Athletik fliegen. Knapp. Ja, es gibt einen Ruck, der Zaun trudelt nochmal 1 Meter nach unten. Du fliegst unter dem Flügeln entlang und siehst, wie noch 2-3 andere Pfeile hinter dir herfliegen und du bist raus. Rafim fällt weiterhin wie ein Stein. Du kannst sehen, wie der Fallschirm wohl gerissen ist und Rafim gerade in den Tod stürzt. Wenn man den hoffentlich hatte er an das Artefakt gedacht. Haben wir schon gesehen. Bitte? Aber mir 15. Ja. Fliegenprobe, einen erneuten Anflug zu starten. Sie ist wieder mal misslungen. Mhm. Ich verteile diesmal einen Punkt auf einen Malus auf eine Attacke und 2 Parade. Ja. Die Attacke ist so und so misslungen. Ja, würfel mal einen Nahkampfpatzer. Vielleicht verlierst du ja dein Schwert. Liebe. Frage an Ömer: Möchtest du in den Kampf mit dem Irrhalten eingreifen? Auf keinen Fall. Was machst du da oben eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen Eigentreffer und schwerem Eigentreffer? Gibt keinen normalen Eigentreffer. Doch, die 11 müsste Eigentreffer sein. Die Wette halte ich. Ja, dann kannst du gerne mal im WDS nachgucken und währenddessen darf Abel mir mal den Schaden auswürfen gegen sich selber. Beschreib mal, was du gerade tust. Ich probiere nach diesem Irrhalten zu schlagen. Er weicht irgendwie aus letzter Sekunde aus und da ich diesen Luftkampf nicht gewohnt bin, schlage ich nach meinem eigenen Körper und treffe. Du würfelst dein ganz normalen Schaden aus, ohne TPKK-Bonus und verdoppelst den gegen dich. Okay. 11 ist ein eigener Waffenverletz und 12 ist genau schwerer Eigentreffer. Okay, dann ist 11 tatsächlich ein normaler Eigentreffer. Ja, Johnny hatte vorhin ja recht. Treffe mich am Kopf und für 10 Trefferpunkte. Also war nicht die 20, oder? Oh, ist nur die 19. Nee, es ist nicht die 20. Ja, ich treffe mich selbst am Kopf und füge mir eine schwere, blutende Wunde zu über meinem
linken Auge. Hast du eine Wunde? Dann musst du natürlich noch gucken. 10 Trefferpunkte. Ich habe am Kopf keine Rüstung, insofern habe ich 10 Trefferpunkte. Ich habe und eventuell sogar eine Wunde bei mir. Schwelle von 9 habe ich. 9, dann ist es eine Wunde. Ganz knapp eine Wunde. Minus 4. Würfel mir mal bitte eine Selbstbeherrschungsprobe. Ist das dann zweimal Ini minus 4? Das steht ja einmal vorne und einmal hinten, oder ist das nur zweimal aufgeführt? Also wegen dem schweren Eigentreffer ist schon allein Ini minus 4. Ich würde sagen, einmal Ini minus 4 ist. Die ist gelungen. Du hast einen Punkt Schaden. Ist nicht gelungen. Ist nicht gelungen. Du hast einen Punkt Schaden über der Wundschwelle. Dementsprechend ist sie erschwert um 1. Nur um 1, aber sie ist so, wie sie da steht, ist sie nicht gelungen. Ach, okay, alles klar, sorry. Ja. Hast du noch ein Schiff? Da nicht. Nein. Ah, fuck, richtig. Dann wärst du jetzt für Kampf und fähig für 1W6 plus 3 Kampfrunden. Ja, Abelmir fliegt gemeinsam mit dem Guardianum durch die Luft. 1x plus 3, sagst du? 1x plus 3 Kampfrunde. Dann auf 6. Zum Glück bist du festgebunden. Ja, aber der Teppich macht erstmal das, was er will und fliegt Abelmir erstmal aus der Kampfzone weg. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Ich habe eben gerade 10, ich habe jetzt noch 21. So, genau. Jalan ist aufgestanden, du darfst eine neue. Du darfst keine Orientierungsprobe würfeln. Du bist einfach wieder bei der 18 mit am Start. Mut plus 2. Mhm. Der hockt noch auf unserer Kuppe, ja? Ja. Sicher, dass ich keine Orientierung würfeln muss, weil das könnte mir auch schaden. Nein, du würfelst keine Orientierung, du bist beim Mut und dann plus deinen Waffen. Aber ich muss trotzdem meinen normalen Orientierungswurf werfen für die Fliegenersatz und so weiter. Das meine ich. Achso, ja, das auf alle Fälle. Das meinte ich. Erschwertung 3 sind immer noch 8 über. Ne, immer noch 5, was senkt ja die. Genau. Ja, ich nehme die alle auf Schaden und ich möchte den Jungen noch von der Kuppe stoßen. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen strecken für. Genau, strecken auf alle Fälle. Ich habe eine Schwernis, weil ich mich strecken muss. Ich meine, ich habe Distanzklasse S. Ja, mach einfach. Okay. Legen wir 5er Wuchtschlag rein. Ist dann nochmal Schwert um 3. Erleichtert um nichts. Also Schwert um 8. Dann machen wir lieber einen 4er Wuchtschlag für eine 7er Schwernis. Das ist gut. Und ich hatte 5 Schaden angesagt. Plus den 4er Wuchtschlag sind insgesamt 9. Kommt hier drauf. 23. Die Ansagen werden nicht mit verdoppelt bei Gewalt, oder? Doch alles, also das, was am Ende bei rauskommt an den TP, wird verdoppelt. Ja, ich möchte im Übrigen angemerkt haben, ich möchte mich nur das Schwert aus der Kuppel halten, also ich stimme jetzt nicht raus. 23 sind 46. Und 46? Freihaushalt. Habe ich dieses Mal schon selber, ich habe keine Regeneration gewürfelt. Stimmt, dann also egal, auch wenn ich eine 6 würfel, dann ist er automatisch auf 0. Geht der Rüstung runter, oder? Hm? Achso, richtig. Ja gut, dann würfel ich tatsächlich mal meine Probe. Dann hat er 45. Genau, und der kriegt ja noch Rüstungsschutz in 18 darf, ne? 5 Punkte. Oh. Dann lebt er. Dann lebt er. Genau, du machst 46, dann machst du 41 Schaden an ihm. Er ist bei 5, nee, bei 4 Lebenspunkten ist er noch. Mal den Zähler, danke. Ist unser Guardianum noch auf 15 oder hat er verloren? Du hast keine Ahnung, was mit deinem Guardianum ist. Ja, aber ich trage den hier nach, deswegen. Achso. Der ist auf 16. Okay, danke. So, dann möchte ich ganz gerne krallen. Und zwar, ja gut, ich kann dich nicht erwischen. Du bist diesmal taktisch, aber ich versuche nochmal den Schild anzukratzen. 1, 2, 3. Gelungen, gelungen, gelungen. 1, 2, 3. Jetzt sind wir bei 10. Plötzlich will ich den Haugen gar nicht mehr killen. Nee, wir sind bei 9. Du hast 7 Punkte Schildstärke verloren. Wie kannst du bei 10 sein? Wir sind bei 9. Wieso sollen wir bei 9 sein? Weil wir durch die 15 verdammt, das ist ja die 15. Ja, genau. Ich hab da jetzt was anderes gelesen, sorry. Ja, also wie viele Schildpunkte? 9. 9. 9. Dann ist der Ehrhalk durch Isarun. Ja, ich mache meine Orientierungsprobe.
Die 5 würde ich auf meine Trefferpunkte legen. Und ich sag mal, ein klitzekleiner Dreierwuchtschlag. Mhm. Hättest du den nicht vor 3 Runden raushauen können. Distanzklasse S auf N ist egal, bei einer 1. Kein kritischer Erfolg. Ja, aber mach du mal. Halbes Ausweichen nur gegen die anderen. Ja, ich weiche sowieso nicht aus. Kann ich ja keine Aktion mehr. Ich könnte noch frei ausweichen, aber ich will sowieso nicht. Ich will ja explodieren. Das hat der blöde Magierstab nur. 7. Hast du dran gedacht? Mit 2 Schaden. Deine Orientierenprobe mit reinzulegen? Ja, zum Schaden. So, du hast den Wuchtschlag nicht drin. Du hast komplett recht. Den Wuchtschlag habe ich reingetan, aber ich habe nicht den, die aus der Orientierenprobe. Also, das sind da noch 5 drauf. Damit explodiert er. Gut. Das sind 5W6, richtig? 5W6 plus. Danke fürs Mitdenken. Los, ich habe einen LC offen. Ne, ich habe ihn nicht offen. Ich guck trotzdem nach. TP-Stern. Das war die Sphäre, ne? Ja. Bei Dings immer ohne TP-Stern. Aber ich guck gerade, ob da ein fixer Bonus drauf ist. Nee. Fixer Bonus nicht. Also 5W6. Ich mach mal, ja? Warte. Ja, du kannst dich selbst umbringen, das ist okay. Ich muss gerade mal gucken. Beim letzten Mal war das kein Dämonenschaden, sondern Elementarschaden. Mit der Frost, ja, das ist Elementarschaden. Geht also weil er nicht Schild gegen den dämonischen Schild geht, sondern gegen den normalen Schild. Der hat von 9, den rückig ist. Ich mach mir halt mehr Sorgen um Isarun. Ja, Isarun hat noch einen Jigsaw-Punkt, den kannst du ja noch verbrennen. Ja, dann würfel mal. Okay. Guck gerade immer nichts. Noch, ob ich hier... Ach Junge! Das geht ja. Für alle! Das geht das ja. Das geht gegen Zone gesamt, ja? Ja. Da habe ich 2 Punkte Schaden. Und dein Rüstungsschutz sinkt wahrscheinlich an allen Stellen warnt. Ja, wie das bei... Ja, ich sag jetzt einfach mal, ja. Ja, weil ab 10 TP ja, aber die gelten Sekundärregeln für Feuer. Das können wir aber hinterher ausklamüsern. Wie das da gilt und ob das da gilt. Ich mache jetzt einfach mal minus 90. Ich glaube mal nicht, dass er noch nicht mehr gewohnt hat. Aber pro Schritt Entfernung wird der niedrigste Würfel rausgenommen. Das heißt, der nächste, der irgendwie noch einen Schritt entfernt ist, kriegt die 2 rausgenommen. Der nächste, der noch einen Schritt entfernt ist, kriegt dann die 3 rausgenommen. Okay, aber wir sind ja. Der Dings hat einen Durchmesser. Hat der einen Durchmesser oder einen Radius von 3 Schritt? Der Radius. Dann verlieren wir einen Würfel. Wenn wir sagen, 2 volle Meter. Ja, dann nehmen wir die 2 raus. Dann kriegt ihr 18 Schaden. Genau bei 9. Oder dann kriegt ihr ja dann genau 9, aber und das heißt 8. Ja, 18 minus 9 bin ich auch bei 9. Dann kam es noch an? Ja. 7 kommen durch. 9, das ist aber keine Wunde bei dir, ne? Dann die 7 meinst du, ja. Ja, dann verliere ich keine. Auch keinen Punkt der S. Gut. Ja, der Irrhalk explodiert mit einer Feuerwolke aus heißer Glut und Asche. Wir schauen uns einfach mal an, was Kiara so tut. Kiara liegt jetzt seit einiger geraumer Zeit in... oder auf der magischen Schutzkuppel und du kannst sehen, wie jetzt nach und nach die ersten Söldner zu dir nach oben gucken, die immer noch in dieser in diesem Nest stehen. Du hast es noch ein bisschen angesehen, du kannst auch es hämmern hören, wie es dumpf irgendwo im Inneren, es erinnert dich so ein bisschen an die Arche, an den unrhythmischen Herzschlag der Arche, weil du ja Veteran der Gezeitenspinne bist und du merkst auch, wie deine Nase wohl anfängt zu bluten. Du spürst es in dir vibrieren, dein Puls, dein Herz, du nimmst den Takt dieser Maschinenfestung an, die lebende Stadt und das Manifest von Agrimod Witterkarl. Ja, dann wie gesagt die ersten paar Söldner, die nach oben deuten und dann die Magier herbeiholen, die dann ebenso auf dich deuten und während du siehst, wie einer der von ihnen den Arm hebt und zu einem Zauber ansetzt, siehst du, wie wohl hinter ihm ein geckenhafter Gaukler angehuscht kommt. Du spürst, wie du von einem unsichtbaren Strahl getroffen wirst, der deine Eingeweide ein bisschen zerreißt und kannst dich allerdings auch nicht dagegen wehren. Ulminictus macht 2W6 plus Sternchen, ne? Ja. Dann würfel ich einfach mal die Sternchen aus. Das tut weh. Dann bekommst du 14 TP, keine Wunde. Weil der Fulminictus keine Wunde macht.
Und siehst dann, nachdem du von dem Fulminictus getroffen wurdest, wie der geckenhafte Schelm in Magier heruntertritt, der dann auf der Außenseite, der dann auf der Innenseite dieser Schutzkuppel herunterrutscht und dann aus deinem Sichtfeld fällt. Die anderen Söldner gucken verständnislos den Schelm an und dann siehst du, wie ihm die Haut vom Leibe platzt. Der Schelm lacht. Und verschwindet dann wieder im Inneren der Festung. Dann können die anderen erkennen, wie wohl ein Leuchten aufsteigt, ein magisches Leuchten vom Pentagon-Tempel. Es knallt ein weiteres Mal und der Ogerlöffel hat gerade etwas verschossen, ein ja, rot leuchtendes Artefakt, was gegen die Festung prallt. Und weitere Leuchtsignale, die dann jetzt aus der Stadt aufsteigen, teilweise wieder vom Pentagon-Tempel, einige von Tempelhöhe beim Raya-Tempel oder auch bei der priesterkaiserlichen Noralexakrale, blaues Licht, was jetzt in den Himmel steigt. Magistra, was passiert jetzt? Ich nehme mal an, das ist der Zauber, der den Fortifex zu Fall bringen soll. Wunderbar. Hat er euch bereit? Wo sind die anderen? Wo ist Abelmir? Da drüben. Ja. Ich winke mal reichlich unaussagekräftig. Dann wird das jetzt unser Moment sein. Nach dem Schild Arm wird der Schädel dröhnen. Wird allen der Schädel dröhnen, wenn wir das überleben. Und weil der Schild unten ist, dann kannst du laufen und halte nicht an, bis wir drinnen sind. Wir können es uns nicht erlauben, dass wir davor gefangen werden. Das ist korrekt. Ja, ich winke Abel mir noch zu, dass er, also wenn er halt sich wieder gefangen hat, sich schnellstmöglich nach oben begeben soll. Ja, die 6 Kampfrunden sind um und er kann wieder agieren. Ja, ihr dann gehen wir winkt nach ihm oben. Irgendwas zu und dann könnt ihr ihm, ja, Jedef kann euch da dann absetzen. Also ihr könnt dann auf alle Fälle bei Kiaras landen. Der hat, wie gesagt, die Landezone schon freigeräumt und ihr steht dann im Inneren von ja, diesem Teil der Festung, das was Graferian von Estamshagen weggebrannt hat, mit dem riesigen Bandstrahl, der vom Himmel kam, als er in Werheim seine letzte Wundertat vollbrachte. Immer? Immer möchte ich ganz gerne die anderen beiden Hexen, die sozusagen noch den Zaun haben, wo Grafie nicht drauf ist, ganz gerne heranwinken und möchte mit denen ganz gerne im Sturzflug Rafim hinterher, der natürlich viel schneller fällt, als die Hexen fliegen, um den wieder möglichst vielleicht zu versuchen, auf dem Zaun von den anderen beiden Hexen dann sozusagen, wenn er unten ankommt, das ist zumindest der Plan, ihn aufzusammeln, draufzuschieben auf den Zaun, festzuknoten mit einem Seil und dann mit ihm gemeinsam wieder hoch auf die Festung zu fliegen, in der Hoffnung, dass er bald aufwacht. Wo fliegt er immer dann hin? Und wo ist der Große eigentlich? Der ist gestürzt, oder hat sich gestürzt. Ach, verfluchte Hexen. Ich spucke noch einmal aus der Öffnung, in der wir gerade gelandet sind. Hilft wohl nichts. Hoffen wir, dass sie es schaffen, bevor der Schild zurückkommt. Warten wir erst einmal auf Abelmir und schauen nach Kiaras. Geh ich mal zu dem wenig abstrakten Kunstwerkchen, das hier herumliegt. Karinor, ich weiß nicht, ob ihr mich da drin hören könnt, aber wir sind jetzt bei euch. Ihr seht okay aus. Ich lande sanft neben den beiden und steige dann vom Teppich und verbeuge mich nochmal vor dem Teppich. Und ich streichle ihn nicht, weil meine Hände wahrscheinlich blutig sind. Vielen Dank. Ja, der Teppich fliegt wieder weg, ohne dass er sich von dir verabschiedet. Du spürst wohl noch so ein wütendes Flüstern in deinem Kopf. Dann ist er weg. Ah, Isaron. Sollte der. Wo ist Rafim? Wo ist Ömer? Ich dachte, ihr hättet was gesehen. Wir flogen wieder hinfort. Aus dem Augenwinkel konnte ich sehen, dass Rafim nach unten entweder freiwillig fiel oder gefallen wurde. Das habe ich nicht so genau mitbekommen. Ich war gerade mit Heiltrank beschäftigt. Hoffen wir, dass es ihm gut geht. Wie immer habe ich aus den Augen verloren. Wie lange wollen wir warten? Naja, zumindest so lange, bis Kiaras wieder beweglich ist. Gut. Ich schaue mich mal um, ob es da irgendwelche offenen Türen, wo sich der Feind nähern könnte, gibt. Du starrst in eine nachtschwarze Ebene,
riesige große Kaverne, in der du auch einige Eier erkennen kannst. Groß wie Schafe. Die pulsieren, von eitergelben Venen durchzogen und zeigen in ihrem Inneren, mit Höllenglut durchleuchtet, einige Gotongis, die hier ausgebrütet werden. Du siehst noch einige, ja, Nester. Stinkt nach Schwefel, nach Pech, stinkt nach Unglück. Und ja, mehrere brennende Fäkalienhaufen, die hier auch liegen, brennen, glühen. Und ja, auch du spürst jetzt diesen Herzschlag von der Maschinenfestung. Währenddessen ist Rafim wie ein Stein zu Boden gefallen und in Gareth gelandet. Eine riesige Einschlagsmulde, ähnlich wie sie bei ja, Kiaras auch passierte. Allerdings bist du wohl mehrere Meter weiter in die Straße eingeschlagen, hast dann die Augen noch offen gehabt, weil du dann in Panik gerufen hast zu Stein. Und spürst jetzt, während du stehst und den Kies anblickst, wie wohl jemand über dir landet. Du hörst Ömer, wie er da wohl gerade mit den Hexen redet und dann jemand auf deinem Kopf steigt. So, wir müssen auf den Zaun legen und dann machen wir mit einem Seil feste und dann müssen wir da auch in die Festung. Dort landen wir mal Kollegen, damit wir ihnen helfen können. Ja, Rafim, du merkst wohl, wie dir eine Schlinge um den Hals gelegt wird und du unangenehm gewürgt wirst. Du spürst nichts, aber es ist trotzdem unangenehm, wenn man so am Hals nach oben gezogen wird und ja, siehst dann auch, wie Ömer neben dir steht mit besorgtem Gesicht. Du siehst vier Hexen, die jetzt dich auf den Zaun legen und dann festbinden mit einigen Seilen. Ja, ich kann ja leider nichts machen. Ja, genau. Also ich kann ja nichts mal ansagen, ich kann ja nicht reagieren. Ja, genau. Ja, du lässt das alles mit dir machen, ob du das jetzt willst oder nicht. Dein Fallschirm hat nicht funktioniert. Du hast die erste Ladung von dem Artefakt der Schwarzen Magie ja auch verbraucht. Und ob du es jetzt willst oder nicht, du kannst nicht widersprechen. Ömer wird auf alle Fälle da ziemlich mutig dann vorangehen, wirst festgebunden und dann steigst du wieder in die Luft. Nur, dass du dich diesmal nicht festhalten kannst. Dann landet auch ihr eine, zwei, drei Minuten später neben den anderen in der Festung dort, wo auch noch gerade Kiaras liegt, der gerade zu Bewusstsein kommt, sich wieder bewegen kann. Ach. Ja, genau. Beim zweiten Mal genauso unangenehm wie beim ersten Mal. Und da seid ihr endlich. Ach, ihr habt mich ganz schön lange warten lassen. Wir hatten Boden aufgehalten. Ach, ihr sollt doch nicht trödeln. Nicht jeder kann aus der faulen Haut legen, während der Rest den Weg zu Fuß beschreiten muss. Wir sollten hier schnellstens verschwinden. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Kaverne. Ich weiß nicht, Rafim ist noch eine ganze Zeit lang zu Stein. Ich hoffe, das geht bald weg. Wenn man sich so umsieht, ich denke, wir sind in diesen Irrhaltenröhren, oder? Ich meine, der Haufen hier sieht nach Loot aus. Das kann gut sein. Wartet mal, lasst uns das mal mit der Karte vergleichen, die wir hatten. Ja, Sofa, wie geht es euch? Der Zauber hat mich schon erschöpft. Ich lasse ihn fallen. Er nimmt beide Hände von euch und ihr spürt, wie es unangenehm an eurem Körper zieht und ihr wieder sowas wie Substanz bekommt, wie die Winde von euch, ja. Ihr merkt, wie der Wind nachlässt. Und ja, wenn ihr wieder euch zurückverwandelt, könnt ihr auch sehen, dass eure Haut sich so ein bisschen gelblich verfärbt hat und ihr euch jetzt einmal erst übergeben müsst, denn ihr seid in Kontakt mit den niederhöllischen Winden von Agrimod gekommen, von Agrimod Witterkahl, während ihr euch zurückverwandeltet und ihr verliert beide 2 bis 6 Lebenspunkte. Brauche ich Bicolera? Oh, das brauche ich Bicolera. Das ist aber uncool. Ja. Jalan, geht es dir gut? Warte. Mann, ich geh mal kurz darüber. Ja, Jellef bleibt erstmal genauso gelb wie ihr zurück. Legt sich erstmal hin. Oh. Verzeiht mir, Helden. Mein Alter. Ich werde noch den ein oder anderen Zauber versuchen zu wirken. Kämpft euch sonst. Moment. Er legt seine Hände auf Rafim und beginnt mit einer Rückverwandlung, nachdem Rafim und Ömer hier gelandet sind. Und ja, könnt dann auch sehen, dass ihm Blut aus der Nase fließt, also Jellef ihm Yasafa, und Rafim wieder zu Bewusstsein kommt. Oh, Fex sei Dank, haben wir einen
Mag er den Fahndung beenden, beherrscht. Ich werde mich etwas hinlegen, so unpassend wie es auch ist, aber... Bleibt in meiner Nähe. Ich werde für uns alle einen kleinen Segen sprechen. Die Herrin Perreine anrufen. Hoffentlich. Ich muss mich nur etwas ausruhen. Euer Werk ist getan. Guter Schlaf. Danke, danke. Ömer, was macht der Fallschirm jetzt eigentlich? Also ich habe gezogen, aber dann... Vielleicht waren einige Berechnungen doch nicht ganz richtig. Okay. Ich sag ja, ich habe das versucht. Sagen wir, ich verbessere den noch, wenn wir raus sind. Ich bin mir sicher, dass es beim zweiten Mal dann besser funktionieren wird. Ja, John. Was ist dies nur für eine Welt, in der schwarze Magie zuverlässiger funktioniert als Ingrim gefälliger Handwerkskunst? Ja, vielleicht war ich nicht Ingrim gläubig genug. Das muss ich beim nächsten Mal etwas mehr zelebrieren dabei. Also, oder vielleicht möchte er uns mitteilen, dass den Menschen das Fliegen einfach nicht bestimmt ist. Das mag auch sein. Was machen wir jetzt hier? Also, wo müssen wir hin? Wir ruhen uns kurz aus. Ich möchte einen Heilungssegen sprechen. Bin mir sicher, Kiaras Karinor wird bei der gütigen Mutter das ein oder andere gute Wort für uns einlegen. Und dann töten wir Galotta. Blick mich nochmal in den Röhren um. Sicherlich gibt es hier irgendwo eine von diesen Adern, denen werden wir dann folgen können. Das ist der Plan. Wer hat eigentlich die ganzen Leute hier umgebracht, oder war hier keiner? Nun, die sind auf einmal alle umgefallen, ihr glaubt es kaum. Wirklich? Von alleine? Waren sie so entsetzt von eurem plötzlichen Hereinschneien, oder wie? Man könnte es so sagen. Ich hatte vielleicht ein klein wenig Hilfe, aber vergessen wir das mal. Karina? Ja, das ist nicht der Moment, um erinnert euch an diesen netten schwarzen Schelm, den wir schon öfter getroffen haben. Toxis. Das ist nicht der, der diesen, wie heißt der nochmal, gerettet hat? Jedenfalls ist doch schon dieser Typ da in der Kammer. Ja, ihr könnt auch die Überreste von dem Magier noch hier erkennen, wie er da wie eine ausgezogene Kleidung, ausgezogene Haut liegt er da. Ihr hattet ihn erst für so ein bisschen Unrat gehalten oder für irgendwelche Überreste von den Irrhalken. Aber tatsächlich, wenn Kiaras mit seinem Blick mal so ein bisschen rüberschielt, könnt ihr sehen, wie da immer noch so ein dampfender Leichnam liegt, der jetzt das Fleisch offengelegt, blutende Hautfetzen, blutende Lappen und seine Magierrobe hat die Haut immer noch an. Toxis ist der wandelnde Verrat für alle. Scheint so, das würden sie. Es scheint so und scheinbar ist sein Verrat diesmal, dass er mich gerettet hat. Es wurde auch Zeit, dass die Ärzte immer um sich gegen sich selbst wenden. Wir sollten ihn untersuchen, ob er was Sinnvolles bei sich hat, vielleicht noch. Was uns helfen kann. Macht das, aber nun lass mich kurz konzentrieren. Ich möchte einen Segen sprechen. Und während ihr euch so ein bisschen akklimatisiert, Jilliff hat sich wie gesagt etwas hingelegt, total kaputt, zerstört, mit einigen Schnittwunden, die dann an der gelben Haut aufgerissen sind, hat er sich einfach gegen so ein Stück Felsen gelegt, Unfelsen, Höllenmetall, wo er dann sich einfach niederlegt zum Schlafen oder zum Ausruhen. Könnt ihr euch in der Festung akklimatisieren? Kiara spricht seinen Segen und während wir die Zeit überspringen... Welche Erschwernis kriege ich? Du bist in einem Unheiligtum von Blackaratz. Genau. Plus 8. Okay, handle ich immer noch im göttlichen Geldgeschehen? Sowas von. Sehr gut. Ich bin immer noch in Harmonie mit mir selbst, das heißt, ich kriege 9 Erleichterung. Das ist krass. Ich glaube, das ist eine Erschwernis. Kommt da noch irgendwas zu, außer dass du in einem Rum... Ja, ich stufe auf mehrere Leute, das heißt nochmal eine Plus 2, so habe ich insgesamt eine Erschwernis. Entrückung? Ich glaube nicht, dass ich entrückt bin. Du hast 15 Karma für den Heilung, für den Dingssegen rausgegeben. 10 Karma habe ich dafür ausgegeben. Das ist eine Entrückung. Ja, eine Entrückung ist ein Punkt der Erleichterung. Dann bin ich auf eine 0 Erscheinung. Er will dir nur helfen. Wenn du gleich um einen daneben segelst. Ja, so wie Abel mir. Ja, während ihr, wie gesagt, auf den Segen von der milden Göttin warten und ihr euch akklimatisiert. Das sind 10 Lebenspunkte für alle. Kann uns Iserun etwas vortragen.